Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem MySoups YouTube Channel. Ich bin Jay Nice und wir reden heute über die NBA. Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört, wir reden heute über NBA Basketball zum ersten Mal auf meinem YouTube Kanal anlässlich des anstehenden NBA All-Star Games in Chicago. Morgen werden auf NBA und TNT die Starter verkündet und man konnte ja seit dem 25. Dezember voten. Es gab 2-for-1-Days, man konnte auf unterschiedlichen Plattformen voten. Ich habe selber gewotet und ich werde euch heute vorstellen, wenn ich gewotet habe, wer ich glaube, wer ins NBA All-Star Game gehört. Wir beginnen in der Western Conference und ich habe immer 3 Frontcourt und 2 Backcourt-Player selected, so wie es auch immer ist. Und als erstes im Westen natürlich LeBron James, die letzten 15 Jahre schon als All-Star dabei, 3-mal Champion, 3-mal Finals MVP, 4-mal MVP, 15-mal NBA All-Star, 15-mal All-NBA, Rookie of the Year, Scoring Champion. Was soll man noch sagen, auch diese Saison wieder mit unfassbaren Werten von 26 Punkten, 8 Rebounds und 11 Assists. Er führt die Liga an in den Assists und man hat nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Art und Weise älter wird. Die Los Angeles Lakers sind am ersten Platz in der Western Conference und deswegen natürlich sehr verdient, hat diese Saison auch schon 9 Triple-Doubles und von daher ganz klar LeBron James, dieses Jahr auch wieder All-Star, gar keine Frage. Auch im Frontcourt sein Teamkollege Anthony Davis, im Sommer 2019 von den New Orleans Pelicans zu den LA Lakers gewechselt. 6-mal All-Star, 3-mal All-NBA, 3-mal Blockleader in der NBA und legt mit 27 Punkten, 9 Rebounds und 3 Assists super Zahlen auf die Saison. Die Los Angeles Lakers sind Erster, wie ich gerade schon gesagt habe. Von daher führt auch dieses Jahr wieder kein Weg an Anthony Davis vorbei, wie er auch die ganze Saison zeigt. Zum Beispiel am 29. Oktober mit 40 Punkten, 20 Rebounds in nur 30 Minuten. Das hat vorhin noch kein anderer in der Liga-Geschichte geschafft. Anthony Davis diese Saison auch wieder super drauf. Deswegen keine Frage, dass er ins All-Star Game gehört. Ich denke, als Dritter am Frontcourt auch ein Spieler aus Los Angeles, aber nicht von den Lakers, sondern von den Clippers, Kawhi Leonard. Diese Saison mit 26 Punkten, 7,5 Rebounds und 5 Assists wirklich super dabei, auch wenn er nur so 2/3 der Spiele spielt. Aber ey, wenn man älter wird, muss man auch mal Pause machen. Das soll jetzt nichts daran hindern, dass er im All-Star-Game dabei ist, weil er spielt wirklich super. Die Clippers sind in den Top 4 im Westen und Kawhi trägt daran einen großen Anteil. 3-mal All-Star, 3-mal All-NBA, nur der 15. Pick in seinem Draft gewesen und ist der einzige Spieler mit LeBron zusammen, der in 2 unterschiedlichen Mannschaften Finals MVP geworden ist. Er hat es auf jeden Fall diese Saison auch wieder verdient, beim All-Star Game dabei zu sein. Gucken wir auf den Backcourt in der Western Conference. Und da darf auf keinen Fall der MVP vom letzten Jahr fehlen. James Harden führt die Liga mit unfassbaren 38 Punkten pro Spiel an. Muss man sich mal überlegen, er spielt nur 37 Minuten und macht 38 Punkte im Schnitt. Den kann dieses Jahr wirklich niemand stoppen. Trifft 5 Dreier im Schnitt, 7,5 Freiwürfe und macht dazu noch 6 Rebounds, 7,5 Assists und ist wirklich, seit er in Houston ist, ist Houston eine Macht. 7-facher All-Star, 6-mal All-NBA, die letzten beiden Jahre die Liga im Scoring angeführt und dieses Jahr hat er sein Scoring nochmal gesteigert. Houston Top 5 in der Western Conference, da führt auch kein Weg vorbei, den in der Starting 5 zu bekommen. Als letztes Mitglied der Starting 5 im Westen sehe ich den Herrn hier zu meiner Linken, Luka Doncic. Dieses Jahr mit 30 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists und das erst in seinem zweiten Jahr in der Liga. Unfassbar geiler Spieler, so clever, mit gerade mal 20 Jahren, dieses Jahr schon 10 Triple-Doubles, 19 Spiele hintereinander mit 25 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, einen Michael Jordan-Rekord geknackt. Und immer wenn man einen Michael Jordan-Rekord knackt in einer Saison, hat man, denke ich, ein All-Star-Game auf jeden Fall verdient. Und so wie er spielt, der Rookie des Jahres von der letzten Saison, und sein Team, die Dallas Mavericks, wieder zurück, wahrscheinlich in die Playoffs führt, hat er es auf jeden Fall verdient, seine erste All-Star-Nominierung auch in der Starting 5 zu verbringen. Kommen wir zur Eastern Conference. Fangen wir dort mit dem Backcourt an und mit einem Spieler, der mit Luka Doncic immer wieder gerne verglichen wird, Trae Young. Die beiden wurden ja am Draft Day 2018 füreinander getradet. Luka Doncic war damals der 3. Pick für die Atlanta Hawks. Trae Young, der 5. Pick für die Dallas Mavericks und die beiden wurden getauscht, was beiden auch wirklich gut getan hat. Trae Young mit unglaublichen 29 Punkten, 5 Rebounds, 8 Assists für die Atlanta Hawks. Ist der 4. Scorer in der ganzen Liga und der beste Guard in der Eastern Conference, was das angeht. Im Spiel gegen Houston ein 40-Punkte-Triple-Double und damit mit James Harden Geschichte geschrieben. Die beiden waren die Ersten, die gegeneinander gespielt haben und jeweils 40-Punkte-Triple-Doubles gemacht haben. Und von daher Trae Young dieses Jahr wirklich sehr, sehr krass und auch sehr gut,
sehr geil zum Zugucken. Man muss mal an seine Crossover denken und seine Between-the-Leg-Fakes, wie er die Gegner immer wieder aufs Glatteis schickt. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn im All-Star-Game zu sehen und ich freue mich darauf, dass er jeden Dreier loslässt, den er bekommt und ein paar Dribble-Moves seine Defender aufs Eis bekommt. Auf dem anderen Guard-Spot in der Eastern Conference jemanden, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hat, aber der für mich eine Herzensangelegenheit ist, als Sixers-Fan Ben Simmons, der dieses Jahr zwar nur 15 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists auflegt, aber für die Sixers eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle neben Joel Embiid einnimmt. Die beiden als Duo sind wirklich echt großartig zum Zugucken und wenn er es jetzt noch schafft, seinen Dreier noch ein bisschen mehr auszubauen und ab und zu mal einen reinzuballern, denke ich, dass er noch eine große Zukunft vor sich hat. Deswegen würde ich ihn ins All-Star-Game und auch in die Starting 5 wählen. Er kann immer noch besser werden, wird sicherlich eher Reservist werden, aber in meiner Starting 5 ist er auf jeden Fall. Kommen wir dann gleich im Frontcourt zu seinem Teamkollegen Joel Embiid. Dieses Jahr mit 23 Punkten, 12 Rebounds, 3 Assists. Gut dabei, hat sich die Kritik von Charles Barkley und Shaquille O'Neal zu Herzen genommen. Hat direkt danach 4 Double-Doubles und ein fast Triple-Double aufgelegt, bevor er sich den Daumen im Spiel gegen OKC am 7.1. kaputt gemacht hat. Man hört, es könnte länger dauern. Wir hoffen es natürlich nicht, damit er zum All-Star-Break wieder bereit ist und davor auch noch ein paar Spiele spielen kann. Ich denke, er wird auf jeden Fall in die Starting 5 kommen, auch bei der morgigen Verkündung auf NBA und TNT. Und deswegen, Joel, werd gesund, damit wir dich im All-Star-Game sehen. Des Weiteren sehe ich im Frontcourt einen weiteren Spieler aus Afrika, Pascal Siakam, der jetzt 10 Spiele in Folge verpasst hat für die Raptors, aber jetzt wieder zurück ist und nachdem Kawhi gegangen ist, diese Saison eine wirklich sehr wichtige Rolle im Team einnimmt, ist wirklich mit Kyle Lowry zusammen ein Anführer für diese Truppe. Der MIP von 2019 macht im Schnitt 25 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists, hat sich nochmal gesteigert zum letzten Jahr, wo er ja schon MIP geworden ist. Und die Raptors sind sicher im Playoff-Run für dieses Jahr in der Eastern Conference in Top 4 und können sich noch nach oben steigern. Deswegen denke ich, dass Pascal Siakam seine erste All-Star-Nominierung auch in der Starting 5 verbringen wird. Und natürlich als letztes im Frontcourt der Eastern Conference der MVP des letzten Jahres, Giannis Antetokounmpo. Dieses Jahr noch besser als letztes Jahr. Die Milwaukee Bucks zur Hälfte der Saison mit einem Rekord von 35-6 auf Kurs 70 Spiele dieses Jahr zu gewinnen. Nochmal besser als letztes Jahr und auch Giannis hat seine Produktion nochmal gesteigert mit 3 Punkten und 2 Rebounds mehr im Schnitt. Er averaged momentan 30 Punkte, 13 Rebounds und 5,5 Assists und wirft im Schnitt sogar 5 Dreier pro Spiel, trifft davon 1,7, immerhin 32%, was ein Career High für ihn bedeutet. Und wenn er jetzt noch weiter daran arbeitet, seinen Dreier zu perfektionieren, dann ist der Junge wirklich nicht zu stoppen und die Milwaukee Bucks ein echter Threat, wenn es nachher in die Playoffs und um die Meisterschaft geht. Deswegen kein Wunder, dass er dieses Jahr auch locker mit den Votes vorne liegt, weit, weit vorne liegt und da in die Starting 5 in der Eastern Conference reinkommt. So, das waren meine Starting 5 für das diesjährige All-Star Game. Wir werden mal gucken, wie viele ich davon morgen richtig haben werde. Und ihr sagt mir mal, wen ihr in die Starting 5 gewählt habt und wen ich vergessen habe, wen ich noch hätte reinwählen sollen. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wo ich ein bisschen über die Reservisten reden werde. Und zwar nicht nur über die Reservisten, die tatsächlich reinkommen werden, sondern auch über die NBA-Spieler, gegen die ich gespielt habe, mit denen ich meine Erfahrungen gesammelt habe. Und da werde ich euch einfach ein paar Stories erzählen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos für die NBA, BBL, Pro A, für Practice-Videos, für Taktik-Videos. Und wir sehen uns nächste Woche.